Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe zur Pilotsendung von Harz TV Kaffeeklatsch. Ja, ich habe mich jetzt hier heute eingefunden zum Kaffeeklatsch. Wir haben ein wenig Wasser in die Gläser gefüllt. Kaffee fällt heute erstmal aus, weil wir müssen erstmal vorstellen, was Kaffeeklatsch ist. So war das doch, ne? Ja, das kommt noch mit dem Kaffee, ne? Nächste Mal. Kaffee. Ja, Kaffeeklatsch soll im Grunde so ein bisschen Themen, die bewegen, sein, denke ich mal, ne? Wir wollen über Themen sprechen, die aus der Region kommen und so ein bisschen keine Meinung widerspiegeln, sondern so ein bisschen informieren, was gerade so im Gespräch ist. Und heute fiel uns nichts Besseres ein. Heute sprechen wir ja über Kaffeeklatsch und Harz TV und wo man sich über Harz TV informieren kann. Genau, dann würde ich auch ganz gerne erstmal wissen, wo man Harz TV überhaupt empfangen kann. Das ist nämlich das große Problem. Neben YouTube, wo wir inzwischen senden, haben wir ja auch eine komplette Sendung, wie du ja weißt. Das machen wir seit 22 Jahren. Eine Stunde lang bei TV38. Und TV38 kann man nur über das Kabelnetz empfangen. Ah, siehst du, ich bin nämlich von manchen schon gefragt worden, wo man TV38 empfängt. Und da habe ich immer nur gesagt, musst du mal durchsuchen. Aber da muss man also Kabel für haben. Genau, du musst einen Kabelanschluss haben. Und dann ist es wohl auch so, dass der Kabelanschluss von ehemalig Kabel Deutschland sein muss. Aber hier in Goslar gibt es, glaube ich, auch nur Kabel Deutschland. Mhm. Früher hatte ja die Wohnstätten, hießen die, glaube ich, die hatten ja so ein eigenes Kabelnetz in ihren Häusern. Ich meine, das war immer Kabel Deutschland, oder? Nee, ich kenne da nämlich jemanden, die damals bei uns früher Märchen vorgelesen und die wohnten in so einem Wohnstättenhaus und die hatten Kabelanschluss zwar, aber der irgendwie von denen eingespeist wurde. Das heißt, sie hatten keinen TV38 und da habe ich dann nämlich immer eine DVD erstellt. Ei, ja. Beziehungsweise am Anfang war es eine Kassette, damit man dann die eigene Sendung sehen konnte. Ja, also wie gesagt, man muss im Kabel TV38 finden. Ja, genau. Und an welchen Tagen laufen die Sendungen? Ja, das ist zurzeit auch so ein bisschen verwirrend. Wir senden grundsätzlich jeden ersten Donnerstag im Monat. Mhm. Das Ganze wird dann auch nochmal wiederholt. Also wir senden um 19 Uhr. Wäre bestimmt eine nächste Frage gewesen. Und wir senden um 21 Uhr wird die erste Wiederholung gesendet. Und an den nächsten Tagen muss ich jetzt ein bisschen passen bei den Zeiten, aber am nächsten Tag wird es nochmal wiederholt. Und hin und wieder laufen wir auch nochmal sonntags, aber da habe ich einen Tipp. Auf unsere Homepage gehen, dort steht immer, wann unsere nächste Sendung läuft. Ja, hast du dann eine Adresse von der Homepage? Genau, wir haben die jetzt auch hier unten eingeblendet. Und ich schalte jetzt mal auf unsere Homepage um. Dann können wir uns ja mal die Seite so ein bisschen angucken, was da so an Möglichkeiten besteht. Das ist jetzt also unsere Internetseite. Dort haben wir im oberen Bereich auf der, ich gehe da mal mit der Maus hin, wenn ich da mit dem Finger zeige, das sieht keiner. Auf der rechten Seite ist die nächste Sendung. In unserem Fall ist es jetzt hier der 2. Februar. Da gehen wir bei TV38 auf Sendung. Da steht dann auch immer dahinter geschrieben, wo das Ganze ist. Also hier ist die nächste Sendung. Das kann aber auch genauso gut sein, dass das jetzt YouTube wäre. Mhm. Und wenn man dann auf der linken Seite etwas nach unten guckt, da kommt ein Bereich nächste Sendung bei TV38. Hier wird dann immer aufgelistet, wann die nächste Sendung läuft und, und was in der Sendung dann zu sehen ist. Oder wie hier zum Beispiel in diesem Fall am 5. März. Da ist das Programm noch nicht festgelegt, da steht dann noch gar nichts dazu. Und dann sehe ich da oben Facebook, da sind wir auch vertreten. Genau. Facebook, Instagram. Genau, die Links, die blenden wir jetzt auch hier unten nochmal ein. Unser Kanal oder Harz TV ist auf Facebook zu sehen. Das ist relativ einfach zu finden, indem man hier klickt. Also wie gesagt, das ist jetzt unsere Facebook-Seite, die man jetzt hier sehen kann. Da kann man auch sich über das Programm informieren. Dort sind die nächsten Beiträge, die entweder bei TV38 laufen oder bei YouTube laufen. Und man kann uns liken. Mhm. Das ist uns ganz wichtig eigentlich, das Liken. Das andere nicht, aber das Liken ist uns wichtig. Unser zweiter Kanal, den wir haben, ist Twitter. Auf Twitter kann man sich über das, was jetzt zu sehen ist,
das muss ich jetzt nochmal kurz erklären, das blende ich nachher ein, weil wenn ich jetzt hier draufklicke, dann zeigt man meine Anmeldenamen. Mhm. Und darum habe ich das jetzt nochmal sozusagen drüber gespielt. Also die Zuschauer sehen das jetzt. So sieht unser Twitter-Kanal aus. Da werden auch die Beiträge beworben. Und auch da kann man uns, glaube ich, liken. Also man merkt schon, das ist uns sehr wichtig. Dann haben wir Instagram. Bei Instagram ist das genauso. Bei Instagram ist noch der Unterschied. Das ist bei Twitter aber meistens auch und bei Facebook, dass wenn wir mal beim Dreh irgendwo sind oder Aufnahmen irgendwo machen, dass wir da ein Foto geschossen haben, dass wir das dann da auch posten. Sind dann da immer ganze Sendungen drauf oder nur Ausschnitte aus Sendungen? Also wir haben das grundsätzlich so, unsere Sendungen sind auf verschiedenen Plattformen hochgeladen, hauptsächlich bei YouTube. Und bei Facebook, Twitter, Instagram und VK, wo wir gleich zukommen würden, da ist das immer nur die Verlinkung zu unserer Internetseite Harz.tv. Mhm. Und von dort findet man gleich auf dem Film. Wir können das ja mal hier anhand des Tierheims machen. Ja. Das ist jetzt ein doofes Beispiel. Fällt mir gerade mal so ein. Aber im Grunde sieht das so aus, dass hier das Werbefoto oben drauf ist und dann so ein kleiner Text dazu. Und darunter befindet sich dann das YouTube-Video, was man von hier aus auch gleich starten kann. Da kriegen wir jetzt ja keine rechtlichen Probleme, wenn ich das mal laufen lasse. Und wenn man Probleme hat, dass das Video jetzt von hier nicht direkt startet, hat man die Möglichkeit, dass man hier unten nochmal auf den YouTube-Link klickt. Mhm. Dann würde sich die YouTube-Seite öffnen und dort läuft dann der Film halt auch nochmal. Und bei einigen Filmen haben wir halt auch nicht nur die Filme bei YouTube, sondern auch auf anderen Plattformen. Und ich denke mal, wenn man das abonniert, dann findet man da auch schneller hin auf diese Seiten. Wenn man uns bei YouTube abonniert, hat man den Vorteil, dass man eine Information bekommt, sobald das Video online geht. Allerdings, wenn YouTube der Meinung ist, dass unser Video zensiert werden muss, beziehungsweise nicht gesendet wird, was wir inzwischen einmal haben bei einem Stadtteilfest, dass unser Video gelöscht wurde und uns nie erklärt wurde, warum es gelöscht wurde, dann findet man über unsere Internetseite das Video auf jeden Fall wieder, weil wir dann das auf einer anderen Plattform auch noch haben. Wenn man aber jetzt nur bei YouTube uns folgt, dann findet man es nicht. Und aus dem Grund haben wir halt, wie gesagt, dieses Facebook, Twitter, Instagram und VK, wo man sich informieren kann. Das führt dann immer zu unserer Internetseite und die führt dann zu den entsprechenden Filmen. Des Weiteren, eine Sache habe ich noch ganz vergessen, kann man auch mit dem Telegram-App, das ist sowas ähnliches wie WhatsApp, ist eine andere Variante, aber es funktioniert so ähnlich. Dort gibt es einen Kanal, den wir jetzt auch hier, ich muss mal in die Kamera gucken, damit ich sehe, wo das eingeblendet wird, den wir jetzt hier einblenden, wo man dann halt auch regelmäßig die Informationen bekommt, wenn wir auf Sendung gehen. Ja. Sind da noch Fragen? Ich habe da eigentlich keine Fragen mehr zu. Ansonsten würde ich noch ein paar andere Funktionen der Seite zeigen wollen, wenn dich das interessiert oder unsere Zuschauer. Mach. Unsere Zuschauer haben es leichter. Du musst jetzt hier sitzen bleiben, musst dir das anhören. Die Zuschauer können einfach auf den Knopf drücken, ist das Video zu Ende. Unsere Seite bietet natürlich noch die Möglichkeit, einmal hier oben über Videos die verschiedenen Programmformate anzuklicken und da die ganzen Videos, die wir bis jetzt online gestellt haben, anzusehen oder durchzugucken. Und dann haben wir eine besondere Sache. Wir haben auf unserer Seite auch das Archiv. Und dieses Archiv bietet es ist noch nicht komplett. Mir fehlt da noch einiges an Filmmaterial, was ich noch nicht aufgelistet habe. Also einige Jahre. Aber man kann zum Beispiel sagen, 1999, was hat denn da Harz.tv gesendet? Und dann kann man die Sendetermine sehen, die Beiträge sehen und das Besondere ist, die hier verlinkt sind, wo der Zeiger zur Hand wird, die sind dann ebenfalls hier unten noch als Bild, die sind dann auf YouTube schon hochgeladen und können dort noch einmal angesehen werden. Da hat CV ja auch schon einige Jahre auf dem Puckel, ne? Ja, 22 Jahre sind wir ja nun schon auf Sendung, glaube ich. Ja, ne? Da ist schon was zusammengekommen an Filmmaterial. Ne? Was waren das? 250 Sendungen hatten wir, glaube ich, letztes Jahr im Dezember, die 250. Und das bedeutet ja immer eine Stunde. Ja. Das bedeutet immer im Schnitt so um die, keine Ahnung, 4-5 Beiträge, die dort drin sind. Gut. Dann haben wir auf unserer Internetseite noch den Knopf Empfang.
Hier ist das, was du gerade gefragt hattest. Wo kann man denn Hartz-TV empfangen? Ja. Also über Satellit und DVB-T geht es nicht. Nur über Kabelanschluss und da über Kabelnetz, also digital über das Kabelnetz von Vodafone. Man kann uns unterstützen. Wir sind auch dankbar für jeden Groschen. Ich blende jetzt hier auch nochmal einen Link ein, der uns zu unserem PayPal-Konto führt. Wer sagt, wir müssten da mal ein bisschen unterstützen, weil Filmen ist teuer, die Kameras sind teuer, der kann das gerne tun. Oder wenn jemand sagt, mein Gott, vor die Kamera wollte ich schon immer mal, dafür sind wir auch offen. Also wir haben genug Programmformate, die wir mit genug Leuten füllen können, Schnitt oder Redaktion oder Texte schreiben. Okay, dann haben wir noch einen wichtigen Knopf. Ich habe meine Brille nicht auf. Ach, du hast deine Brille nicht auf. Bitte mal vorlesen. Ja, wenn du jetzt keinen Kabelanschluss hast, du möchtest aber unsere Sendung sehen, dann gibt es hier die Möglichkeit, über diese Schaltfläche den Livestream von TV38 anzuklicken. Ja. Ich klicke da jetzt mal drauf. Wenn mich das jetzt nicht zeigen kann, läuft zurzeit Euronews. Ich weiß nämlich nicht, ob sie das auch übertragen. Nein, übertragen sie nicht. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beitrag von TV38, der sich aber meiner Meinung nach nicht bewegt. Ach, da muss ich, glaube ich, noch hier Wiedergabe drücken. Ja, jetzt läuft er auch. Das ist jetzt das Live-Programm, was im Kabel läuft. Das heißt, rein theoretisch könntest du, wenn du jetzt in Australien im Urlaub bist und weißt, Hartz-TV läuft, obwohl wäre dort mitten in der Nacht, aber ist egal, dann könntest du das über den Link dort auch sehen, über diesen Livestream. Ja. Jetzt bin ich natürlich bei denen auf der Seite gelandet. Ja, dann haben wir das Impressum und dann haben wir nochmal die Kontaktmöglichkeiten zu uns. Das sind unsere sozialen Medien. Ja. Noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Du hast keine Fragen mehr, willst auch bestimmt nichts mehr hören. Hast genug gehört für die nächsten 3-4 Jahre. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, können wir die Sendung beschließen. Ja, wir müssten vielleicht doch noch kurz was zu, wie ist die Sendung, Kaffeeklatsch sagen. Kaffeeklatsch, ja, das haben wir vor, demnächst mal in Angriff zu nehmen. Genau, soll unregelmäßig sein, hier auf YouTube und auch unregelmäßig auf TV38. Und wann soll unsere erste Sendung kommen? Das war die April-Sendung, ne? Die erste reguläre Folge von Kaffeeklatsch. Dann nicht mit Wasser, also das sieht man in der Kamera nicht, mit Wasser, sondern mit Kaffee. Mit schönen Kaffee, genau. Hier in diesem Theater, nein, bei Hartz-TV auf dem YouTube-Kanal oder bei TV38, würde ich sagen. Dann wäre es jetzt schön, weil wir schon so viel davon erzählt haben, vom Liken, dass wir alle nochmal einen Daumen hoch bekommen. Genau. Und zum nächsten Kaffeeklatsch, zum nächsten Hartz-TV, Hartz-Talk oder was auch immer. Seien Sie dabei, seid ihr dabei, schaltet ein. Tschüss.